Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich stehe aktuell in Reims, habe mir gerade die Frachtpapiere abgeholt, hier von diesem modernen Bürobunker, und werde gleich die Tour starten Richtung Österreich. Ich bin absolut unter Zeitdruck, es ist Freitag 15 Uhr schon vorbei. Das heißt, ich schaffe es heute ja gar nicht mehr bis nach Österreich. Wir schauen uns das vielleicht kurz auf der Karte an. Wir stehen hier in Reims. Die letzte Tour war in Bremerhaven zu Ende. Bin jetzt runter nach Reims. Hier wurde geladen. Und ich würde es mir so vorstellen, dass ich heute bis Straßburg fahre. In Straßburg bleibe ich über Nacht. Da ist dann auch die Fahrzeit definitiv vorbei. Und morgen am Samstag geht es dann weiter nach Reutte. Und von Reutte dann, nachdem ich abgeladen habe, retour in die Heimatwerkstätte nach Linz. Und am Montag fällt mir die erste Tour für einen meiner potenziellen Kunden aus. Und da habe ich ein echtes Problem. Warum? Ganz einfach erklärt. Ich muss am Montag zum Onkologen. Ich hatte ja, viele wissen das von euch vermutlich, ich hatte ja vor 6 Jahren Krebs. Lymphknotenkrebs, also Morbus Hodgkin nennt sich das ganz genau. Und da hat man dann immer wieder seine Kontrollen und seine Termine, die man da so einhalten muss. Aha, da passt die Druckluft nicht ganz. Okay. Ja, und so ein Termin ist eben jetzt am Montag. Da habe ich ein Nachgespräch mit meinem Onkologen, mit dem Oberarzt. Da gibt es auch im Real Life. Als Anmerkung. Ja, den Termin möchte ich natürlich nicht versäumen. Ich werde heute Abend dann natürlich meinen Kunden anrufen. Ich werde ihm diese Misere dann sagen. Ich hoffe, dass der das versteht. Also natürlich peinlich. Jetzt hätte man endlich mal einen potenziellen Kunden. Und dann muss man dem klipp und klar sagen, tut mir leid, die nächste Tour kann ich für dich nicht erledigen. Ist natürlich bitter sowas, ja. So, der Kollege hier war gestern absolut nett. Der hat mir wirklich da gute Tipps gegeben, wie man mit diesen Damen umgehen soll. So, tschüss, danke für die Unterstützung von gestern. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Es ist irgendein Lagermeister oder irgendein, keine Ahnung, welchen Job der da genau hat. Aber der war echt schwer in Ordnung, der Typ. So, jetzt habe ich noch eine Hoffnung, dass mir vielleicht irgendein Kollege theoretisch meine Fracht abnehmen könnte. Aber ich schaffe das unmöglich. Wer weiß, wie lange ich da wirklich im Krankenhaus für dieses Gespräch brauche. Nicht da rauskomme, das heißt, meine nächste Tour kann, das wird knapp. Meine nächste Tour kann ich dann maximal erst am Montag Nachmittag verladen. Das heißt, ich verliere mindestens einen halben Tag, wenn nicht den ganzen Tag. Aber so ist das, wenn man eben selbstständig ist.
als Fahrer in einer Spedition, so wie das früher eben der Fall war, sagt man zum Disponenten, pass mal auf, da habe ich diesen Termin oder ich brauche frei oder was auch immer. Aber selbstständig hat man da wirklich keine Chance mehr. Meine Wimpel sind auch schön verdreht. Die ersten zwei. So. Ganz schöne Wolken auf. Wahnsinn. Gewitter könnte ich jetzt auch nicht brauchen. Das wäre nur zeitmäßig ein Verlust. In Wirklichkeit. Das war noch nicht. Die Erkrankung da vor 6 Jahren, die war wirklich eine echte Erfahrung, war nicht sehr schön. Ich hatte da Chemotherapie und Strahlentherapie. Das war eine brutale Erfahrung. Aber zum Glück bis jetzt ist da nichts mehr nachgekommen. Auch wirklich zuversichtlich, dass da für mich nichts mehr kommen wird.
fällt mir ein, ich könnte eigentlich den Tom Diesel, den habe ich kennengelernt auf einer Raststation. Erst letzte Woche wirklich ein sehr sympathischer Typ. Mit dem kann man sich brutal gut unterhalten und auch wirklich lange sehr gut unterhalten. Den könnte ich fragen, der hat mir doch erzählt, er hat einen Mitarbeiter, den Daniel, kenne ich natürlich nicht, anscheinend einen sehr jungen Mitarbeiter. Den Tom könnte ich doch anrufen und fragen, wie es aussieht, ob mir der eine Fahrt am Montag übernehmen könnte. Ist zwar etwas kurzfristig, aber ich werde das probieren. Mal schauen, die Nummer habe ich noch gespeichert von Tom. Ja, Tom Diesel, genau. Zack, anrufen. Warte, schon. Hallo Tom. Ja, mich hier, hallo. Ja, genau, die ja von der Raststation von letzter Woche. Ja, richtig, richtig. Wie geht's? Ja, sehr schön, sehr gut. Du, ich habe ein Riesenproblem. Ich muss am Montag zu meinem Arzt und mir fehlt da jetzt die Tour am Montag aus. Ich kann die einfach nicht machen. Ich müsste da wirklich bald in der Früh weg. Jetzt wäre meine Bitte an dich oder meine Frage an dich eigentlich, ob denn Daniel da vielleicht irgendwo ein Loch hat und vielleicht so disponieren könnte, dass er am Montag meine Tour übernimmt. Ja. Ja, nee, ist klar. Ja, verstehe ich. Ist ja überhaupt kein Thema. Ja, das passt. Das passt. Genau. Ja, und du, wo bist du unterwegs? In Kaliningrad. Ah, du bleibst übers Wochenende dort. Alles klar. Ja, klar, wenn du da weg kennst, würde ich das auch sicherlich so machen. Gut, trotzdem danke für die Info. Ja, wenn wieder was ist, melde ich mich auf alle Fälle bei dir. Sowieso. Okay. Tom, trotzdem besten Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, ciao. Ja, der Tom, der sagt natürlich, dass der Daniel selbst schon für Montag und die restlichen Tage in Wirklichkeit genauso verplant ist. Ist auch irgendwo klar. Er ist in Kaliningrad. Er trifft sich da mit irgendeinem Bekannten, den er von früher kennt. Und kann natürlich auch in der kurzen Zeit. Was ist jetzt los mit meinem LKW? Hat der wirklich einen Aussetzer nach dem anderen. Das darf nicht wahr sein. Der zweite schon. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ist eben dieses Wochenende in Kaliningrad und kann so schnell auch nicht einspringen. Er könnte theoretisch irgendwas drehen bei seinen Touren. Der ist ja wirklich stark unterwegs für Martini und hat da sehr gute Aufträge. Aber die sind verplant, die Jungs. Ist vollkommen logisch. War eine Schnapsidee von mir jetzt, dass ich da anrufe. Ja, ich werde einfach den Disponenten bei diesen möglichen Zukunftskunden sozusagen einfach anrufen und nachfragen, wie es aussieht, ob er da irgendeine Alternative hat, eine Zweitspedition, die irgendwie entspringt. Ja, ich hoffe, die nimmt mir das nicht übel. Aber den Anruf mache ich, sobald ich dann abgestellt habe. Da werde ich mich nicht konzentrieren auf dieses Gespräch und nicht so zwischendurch. Mal schauen. DAF macht mir da jetzt etwas Sorgen mit diesen zwei Aussetzern, die der da hatte. Jetzt war der gerade in der Werkstatt. Ihr wisst schon, das Problem im
Anhelm, das ich hatte. Solche Schwierigkeiten macht, der darf nicht so weg. Eine zweite Chance gibt es jetzt keine mehr. Eine Werkstatt, die könnten wir doch tatsächlich für unsere Nachtruhe verwenden, würde ich jetzt mal behaupten. Den fragen wir mal. Hey Kollege, ja, hallo, wie sieht's aus? Kann ich bei dir stehen bleiben über Nacht? Ja, alles klar, super, danke. So, der freundliche Herr hat gemeint, ja, das passt auf alle Fälle. Dann werden wir uns mal eine Parkposition da suchen. Genau. Das sogar der Chef von der Firma, keine Ahnung. Echt, keine Ahnung. So, gut so. Ja, okay. Dank dir. Tschüss. So.
bekomme ich irgendwo noch einen Kaffee. Das wäre schon nicht schlecht. Ja, morgen dann in der Früh geht es weiter Richtung Österreich. Und jetzt steht mir dieses Telefonat noch bevor. Aber zuerst werde ich mir einen Kaffee vergönnen. Ich hoffe nur, das Gespräch geht wirklich gut. Also Jungs, haltet die Ohren steif, alles andere auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermi und tschüss.